Hallo und bitte zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ja, neues Jahr, neues Glück. Erstmal dazu, dass so lange nichts gekommen ist. Ich brauchte jetzt erstmal ein bisschen Pause, weil es ging alles ein bisschen drunter und drüber und braucht mal ein bisschen eine kreative Schaffenspause. Aber man merkt, es fehlt eben doch was. Und ich hatte dann auch selbst keine richtige Lust, das dann immer wieder neu wieder zu kauen und zu machen. Dann lieber ordentliche Videos und dann richtig mit Pep und Fisch und Spaß an der Sache, als dass ich euch jedes Mal dasselbe erkläre, was an die Routen ist und dann doch kein Fisch kommt, habe ich eigentlich auch keine Lust mehr drauf. Aber ich sag mal so, die Lust hat mich eigentlich wieder ein bisschen ergriffen und ich habe jetzt wieder mal richtig Bock für euch ein Video zu machen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu sehr übel, dass ich hier so lange nichts gemacht habe, aber lieber ordentliche Videos und dafür dann ein bisschen Pause dazwischen, als nur Schrabbel, weil ihr wisst selber, wie das ist. Mist, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Und lieber ordentlich und dafür gut. Tja, aber so viel dazu. Und es ist mittlerweile Mai und ich habe mal glücklicherweise 2 Tage hintereinander frei. Denn die Forellen sind da, Forellen sind frei. Und ich habe mal wieder richtig Bock, ein Video zu machen. Aber erstmal zu dem, was wir heute eigentlich vorhaben. Natürlich Mai, ersten Wochen immer auf Forelle. Hat sich so ein bisschen eingebürgert bei mir. Und ich habe auch wieder mal richtig Bock drauf, weil es fehlt doch über den Winter Blinker zu gehen. Aber was soll's, wir kommen erstmal zu dem Gerät, mit was ich heute fische. Ich hatte mir im letzten Jahr meine Arabo Garcia, hatte ich mir zerknackt, genau hier oben am Einschub. Was soll's, die musste eingeschickt werden, war zum Glück noch Garantie drauf. Ich habe eine neue gekriegt, Arabo Garcia Vendetta Next Gen. Ist eine ultra Leichtrute mit 2 bis 5 Gramm und 1,90 Meter. Geteilter Griff, perfekt ausbalanciert, sieht man ja. Und dazu die Spur-Montana habe ich jetzt immer drauf geschraubt. Und man sieht, die ist wirklich perfekt ausgewogen. Echt geil. Und mit dem geteilten Griff. Sieht auch geil aus. Und fischt sich ermüdungsfrei. Die ist so leicht. Das Schwerste hier dran ist die Rolle. Die hat vielleicht, die Rute alleine hat maximal 80 Gramm. Also ein Wunderwerk der Technik. Sieht geil aus. Richtig Hammer. Zur Schnur ist so viel zu sagen. Es ist eine 008 geflochten. Also heißt wirklich das Dünnste, was man bald noch kriegt. 006 ist noch einen Ticken dünner, aber habe ich jetzt nicht bekommen und die ist auch schweineteuer. Aber so ist, ich hatte im letzten Jahr, hatte ich ja Monofile drauf, lässt sich gut fischen auf Forelle, federt auch die Schläge besser ab. Aber falls man doch mal einen Hänger hat oder sich der Spinner irgendwo verhängt, mit der Monofile, man reißt sich einfach zu viel ab und das bringt es unterm Strich nicht. Dann lieber wieder die geflochtene. Und dann die Bremse etwas weicher und die Rute ist ja sowieso weich wie sonst was, sie geht einmal im Kreis. Also da brauche ich mir keinen Kopf machen. Und natürlich ganz normal, kleinen Spinner, 3 Gramm, maximal 1er, 2er Maps. Natürlich wie immer auf die Kleinteile achten. Einmal, wie man das, ich hoffe man kann das hier sehen, ein ganz kleiner 20er Einhänger. Einmal auf der Hauptschnur, dass ich schnell das Vorfach wechseln kann, falls hier doch mal ein Schaden drauf ist. Als Vorfach 20er Fluorcarbon und auch ein 20er Einhänger. Das kann man sich gut merken, passt alles zusammen. Und wenn das alles gut aufeinander abgestimmt ist und die Bremse eingestellt ist, kann es eigentlich kaum passieren, dass man sich einen Fisch aushängt oder dass man einen Fisch nicht kriegt. Aber die Gefahr besteht natürlich immer. Und dazu, wie immer, ihr kennt es, einen kleinen 1er Spinner. Ist jetzt ein DAM FZ. Ich habe auch noch Maps mit, die mir ehrlich gesagt noch besser gefallen, weil die noch besser laufen. Aber von DAM bis Komoran über Maps habe ich alles dabei. Natürlich verschiedene Farben, verschiedene Formen und auch 2, 3 Wobbler. Aber die sind an der Stelle nicht angebracht. So viel dazu, aber jetzt hören wir mal auf mit Quatschen. Jetzt wollen wir endlich mal Fisch fangen. Und dazu bin ich wieder mal an die Wesnitz gefahren. Tja, wir schauen, was passiert. Und tja, wir fangen mal an mit der ersten Stelle. Geht los. Ich bin jetzt wieder mal erstmal an die klassische Stelle gefahren, wo ich ja wirklich jedes Jahr bin. Und ja, ich versuche jetzt hier schon mal die ersten Würfe und vielleicht schon die erste Forelle zu verhaften. Aber versprechen kann ich natürlich gar nicht. Aber ich habe schon 1, 2 Springen gesehen und hoffe, dass ich die auch anwerfen kann und das vielleicht funktioniert. Aber wie man sieht, hier, die Vendetta wirft sich echt spitze. Und diese feinen Spinner fliegen wirklich extrem weit. Ja,
Manche Spinner, gerade die billigen, kann man echt in die Tonne treten, weil die nicht anfangen mit Laufen. Ich hatte schon so viele ausgetestet und bin immer wieder zu DAM Labs in Balzer gekommen. Auch zu Pomeran, die laufen auch spitze. Aber alles so billig morgen ist alles Mist, die fangen ja an mit Laufen. Und dort lieber ein bisschen mehr Geld investieren, dass die wirklich nach einem halben Meter, 20 Zentimeter, halben Meter wirklich anfangen mit Laufen, dass man dann auch wirklich, wenn man die Forelle anwirft, die auch wirklich kriegt. Es bringt alles nichts, billige Köder zu kaufen, die nicht laufen und am Ende vielleicht Fische einzubießen. Muss nicht unbedingt sein. Das hat man gerade gesehen, vorne ist eine gesprungen. Kurz vor dem Ast vorne, kurz vor der Auto. Da hat eine gesprungen. Versuche ich mal hinzuwerfen. Hat gerade zweimal gebissen. Ich habe genau gesehen. Das ging jetzt aber fix. Man hat gesehen, wenn man weiß, wo sie stehen, die beißen auch, aber dass sie mir jetzt so entgegengesprungen kommt, hätte ich nie gedacht. Also, ist er weg. Die hat auch eine schöne Größe. Hier sind noch präzises Werfen echt angesagt. Könnte passieren, man kommt dort hin in die Büsche, man schießt alles. Probier es jetzt nochmal in die Gegenrichtung. Vielleicht ist sie weiter aufwärts geschwommen. Aber ich glaube, wenn die jetzt einmal gesprungen ist, hätte ich auch keinen Bock mehr. Kannst du immer wieder probieren, immer wieder anwerfen. Nachdem die jetzt einmal gehangen hat und wahrscheinlich im Braten gerochen hat, habe ich jetzt mal den Köder gewechselt. Eine andere Farbe dran. Ein bisschen kleiner. Vielleicht lässt sie sich ja nochmal überreden, nochmal zuzufassen. Aber ich glaube, die hat Zahnschmerzen. Die wird keine Lust mehr haben, mit mir zu spielen. Tja, die Forelle hat wahrscheinlich wirklich keine Lust mehr mit mir. Aber was so ist, sie hat gebissen. Das ist schon mal ein guter Anfang für den Tag. Ich wechsle jetzt erstmal die Stelle. Ich habe ja noch zwei, drei Ecken, wo ich weiß, dass welche stehen. Oder stehen könnten, besser gesagt. Wenn die nicht schon jemand geholt hat. Wir haben ja mittlerweile schon eine Woche drüber. Und dann bis gleich an der nächsten Stelle. Aber eben hier, wie an diesen Stellen, wo man viel Platz hat, sind weite Würfe echt von Vorteil. Wenn man eine große Fläche in kurzer Zeit abfischen kann und verschiedene Spots einfach mal anwerfen kann, ohne dass man weit laufen muss. Gerade an diesen Stellen ist es sehr wichtig, dass man ein Gerät hat, mit dem man diese feinen Köder von 2 bis 4 Gramm auch sehr weit werfen kann. Diese Route schaue ich jetzt ungefähr 20 bis 30 Meter. Damit kann ich natürlich eine sehr große Fläche abfischen und braucht dadurch weniger Würfe. Aber trotzdem beiße ich mich gerne an solche Stellen fest, weil es wirklich
Man kann alles fangen, von Aal über Karpfen, Schleie, Hecht, Zander und natürlich auch Forellen, wo wir heute eigentlich drauf wollen. Das Wetter passt eigentlich ganz gut, es ist ein bisschen angetrübt, das Wasser. Aber wir werden sehen, ich werde jetzt auf die Stelle wechseln, weil hier ist nicht mehr viel passiert. Ich habe jetzt ganz paar Würfe gemacht, eigentlich sollte schon lange was passiert sein. Wenn hier eine steht, dann steigt die auch. Wenn die Hunger haben, dann nehmen die auch. Und ja, wir werden mal sehen. Auf zur nächsten Stelle. Dadurch, dass ich jetzt diese weiten Würfe schaffe, kann ich natürlich eine sehr große Fläche in sehr kurzer Zeit abfischen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal war, nach rechts durchgegangen, dann noch zwei, drei Würfe in die Gegenrichtung, dass man wirklich alles mitgenommen hat, kann man auch schon weitergehen. Weil, ich sag mal so, wenn die das dann nicht genommen haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die dann den Köder trotzdem noch nehmen. Ich sehe jetzt auch keinen hinterherkommen. Deswegen werde ich jetzt auch gleich wieder die Stelle wechseln. Weil der Tag hat nun mal bis 24 Stunden und es ist nicht lange hell. Mal kurz zur Erklärung, warum ich mir solche Stellen eigentlich immer sehr gerne aussuche. Erstens, man kommt gut ran. Es lässt sich gut werfen, weil man drumherum nicht viel hat. Vielleicht ein bisschen Gras. Aber der Hauptgrund ist, da drüben, man sieht schon, ein bisschen Schilf. Davor können Barsche und Döbel stehen. Da finden wir natürlich auch mit Wurm auf Aal. Das ist eine Möglichkeit. Aber in Tiefen stehen meistens auch Barsche. Und natürlich unsere geliebten Forellen, wo es heute eigentlich auch drauf gehen soll. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass wir da einen Menschen finden.